Folge Nummer 59 von Oxygen Not Included. Wir sind unterwegs zu unseren Slicks dann, beziehungsweise die Eier, die wir demnächst anlegen wollen. Da haben wir das hier gebaut. Entschuldigung. Ja, ich habe mir das überlegt, dass das, was wir hier vorhaben, nicht so ganz so ideal ist, ne? Ich möchte gerne das so haben, dass ich da nicht im Feuchten laufen muss. Deswegen müssten wir hier so eine Ebene machen. Na super, die untere war natürlich schon mal wieder falsch. Wo gewisse Dinge draufstehen dann, ne? Weil ich möchte die ja ausbrüten etc. Das ist die Frage. Hier muss eine Pumpe hin. Aber das kann ich jetzt nicht. Doch, da kann ich runter. Das geht. Hier muss ja dann auch die Fütterung und die Reinigung da machen und die Brutmaschine stehen, wenn die da rausgebrütet werden, oder? Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich brauche noch eine Brutmaschine. Wir müssen auch eine Pumpe da reinsetzen. Machen wir sanitär. Machen wir die Flüssigkeitspumpe. Die muss da rein. Und das Rohr kann dann da raus, ne? Wo soll denn das hin? Gute Frage, ne? Da so hin erstmal. Und dann brauchen wir noch Strom dafür. Der ist auch da. Lass den erstmal so. Da ist das mit der Pumpe schon mal geklärt. Das kann runterlaufen, da reinlaufen. Das ist gut. Hier haben wir das. Da müssen wir jetzt aber gucken, dass wir da noch was hinbauen. Stationen. Ach so, der Mordrak hatte mir geschrieben, Webstuhl, ne? Sollte ich machen. Da kann ich dann nämlich so wunderbar Dingens bauen. Wie heißt das? Wunderbar Anzüge bauen, damit die ein bessere Moral kriegen. Naja, und bei den Slicks dann hat er noch geschrieben, die brauchen 45 Grad Temperatur. Haben wir gar nicht geguckt, wie die Temperatur hier ist, ne? Ein bisschen zu niedrig, ne? Da oben wäre es besser, oder? Ich glaube, das Ding bauen wir da nicht hin. Lass uns das mal alles abbrechen hier. Das kann noch so bleiben. Das machen wir alles weg. Wir gehen mal hier oben hin. Und bauen das hier oben hin. Da müssen wir mal gucken. Erstmal schauen wir, wie sicher das hier ist. Also in diesem Feld geht erstmal alles, ne? Dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal das so machen, dass wir hier, das ist Chlorgas, das ist nicht so schön. Eisenerz ist schon mal cool. Dann lass uns mal die Ziegel hier runter bauen. Das ist nicht groß hier, ne? Aber wir können das ja auch höher machen. Wie sind hier die Ebenen? Das ist die richtige Ebene. Ich weiß gar nicht, warum wir hier sowas gemacht haben. Sollten hier Vorratsbehälter hin? Ich weiß es nicht. Dieses Chlorgas ist ja jetzt erstmal nicht so wild, oder? Wir gehen erstmal hier eine Mauer bauen. Und da auch. Dann bauen wir hier eine Mauer. So, nee, das war falsch. Also, das kann so.
Das machen wir weg. Das ist so. Dann noch mal den Stein daher. Den machen wir so. Bis dahin. Bis dahin. Das hier machen wir noch mal weg. Abbruch. Weil hier kommt die Pumpe dann hin, ne? Das können wir abbrechen. Und hier... Ne, da war schon richtig mit dem Ziegel ein höher. Wir müssen nämlich so... bauen. Dieses hier machen wir wieder weg. Da ziehen wir mal gerade die Leiter hin. So... Den Ziegel machen wir hier zwei hoch. Dann machen wir hier nochmal eine drei da rein. Machen wir drei hoch. Dann nochmal den Ziegel hier hin. Das machen wir so. Dann die Gitterziegel, damit alles darunter kann. Und da drauf muss dann ein Brutschrank. Den machen wir mal dahin. Und dann brauchen wir noch vielleicht was zur Pflege, aber Tieraufsätze. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. So, jetzt ist die Frage, hier kann das sein, da muss eine Schleuse hin, da kommt eine manuelle Schleuse hin und da geht es erstmal rüber, bis nach da machen wir das erstmal. So, das hier. Entwurzeln wir. Und da geht's hin, da geht's hin. Hier geht's nicht runter, da müssen wir noch was runter machen. Da muss nur eine Leiter hin. So, dann brauchen wir noch eine Pumpe. Die Flüssigkeitspumpe kommt hier hin, die ein Rohr braucht, welches wir erstmal nur einfach hier rausführen. Und dann brauchen wir noch Strom. Der muss auch hier erstmal raus. Da kommen wir dann schon weiter. Und hier ist auch nochmal Strom. Machen wir erstmal bis dahin. So, und dann müssen wir noch was ein bisschen baggern. Warte mal, die können hier hoch. Können die hier hoch? Können da hoch. Können dann das machen. Und das machen. Und dann das machen. Und das machen. Ich glaube, so geht's dann erstmal. So, dann haben wir das schon mal geregelt, ne? Glaube ich jedenfalls. Strom können wir aber auch schon mal weiterlaufen lassen. Strom war hier. Und da ist der nächste Strom, also passt. So, dann haben wir das. Wie ist mit Essen? 1600. Wie ist mit Sauerstoff? Ist nichts Berauschendes, ne? Wieso haben wir hier so viel Sauerstoff? Weiß keiner, ne? Hier unten wird er jetzt produziert. Hm.
Da muss noch was passieren weiter. Dann fehlt es bald an Wasser, oder wie sehe ich das? Hier ist unser Dings. Wo läuft er denn jetzt hin? Ah, der macht hier Tierpflege wieder, bestimmt bei den Pufflets. Macht er das Ei da rein? Nein, er pflegt rein. Er putzt da jemanden. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass diese Anzüge fertig werden, ne? Ari geht da auch runter. Hat jemand Wasser aufgenommen? Da wird auch Wasser geholt. Läuft was? Jetzt haben wir gerade hier die Luft. Okay, das wird dann da gefiltert. Ja, das passt. Geht das denn hier so richtig? Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Ja, ist eigentlich ganz gut da. Wie sieht's mit Essen aus? 2,6. Kommt jetzt was rein. Hart auf Anlieferung, okay. Da liegen drei Anzüge, die müsste man einfach noch hochstellen. Atemschutzanzug aufräumen. Aufräumen. Und auch aufräumen. So, hier müsste ja bald das voll sein, ne? Der Anzug ist weg. Hat er den Anzug angezogen? Ja, er hat den Anzug angezogen. Cool. Ja, das ist doch schon mal ein Fortschritt, dass er den Anzug angezogen hat, da in dem Gas. Miep hat einen Anzug angezogen. So, irgendwer muss nur die Anzüge da mal hinbringen, ne? Wenn wir das geschafft haben... Miep hat hier einen Sauerstoffbalken. So. Ja, wäre schön gewesen, wenn jetzt einer den Anzug da einsortiert. Essen wird mehr, 6000. Travallo hat Sand aufgenommen und geht zur Filteranlage. Unser Wasser wird immer knapper. Hier, das muss fertig werden dann. So, der Anzug hängt da. Hat er jetzt keinen Sauerstoff mehr. Der erste, der ist bald schon fertig. Können wir mal das neuen machen? Lass die da in den Schrank kommen. Geht bestimmt, ne? Guck, dann macht's Ari schon. So, wunderbar. Der Anzug hängt. Dann kann den noch einer benutzen. So, zweiter Anzug hängt auch. So, das bedeutet, wir können diese Tür jetzt mal zumachen, oder? Dann sind die natürlich nicht die schnellsten, ne? Ist klar. Aber ich glaube, der ist schon wieder voll. Das hier ist nur ein Vorrat und der braucht gar nicht so viel. Ja. Das sieht gut aus.
Schutzanzug, Kontrollstelle. Das ist doch schon mal was, oder? Ist das hier auch safe? Wieso? Achso, ist noch nicht abgeschlossen. Alles klar. Okay, das ist voll. Das noch nicht. Wieso? Achso, da fehlte noch einer. Alles klar. So, dann läuft das da unten erstmal. Dann sind wir hier unten safer. Das finde ich schon mal gut. Okay. Da kommt was an. Kalk. Lubrikanten will ich nicht haben eigentlich. Ich habe schon so genug Essensprobleme. Dann nehmen wir das als Baumaterial. Hier sind ja 150 Kilo, aber ist schon mal was, ne? Wie sieht es denn hier mit Dingens aus? Fertigkeiten einmal gucken. Harold hat aber schon schlechte. Haben beide schon schlechte. Den Webstuhl, damit wir die Moral hochkriegen. Station. Webstuhl. Wo kommt er hin, ist die Frage. Hier sieht so noch ein schicken Plätzchen aus, oder? Zack, erstmal da rein. Strom war auch noch. So. Diese Batterie ist jetzt voll. Hier kühlt nichts mehr, ne? Das ist schon alles zu warm hier. So, was wird denn gebaut? Ah, die Leiter wird schon gebaut jetzt hier, oder? Ja. Okay. Warte mal, hier können wir noch was abreißen. Das muss ja jetzt gar nicht gebaut werden. Die Schleuse können wir schon so lassen. Das ist okay erstmal. Das war ja Fehlversuch hier, ne? Obwohl, die Schleuse macht da oben ja auch keinen Sinn. Ziegel weg. Und den Ziegel auch weg. Die Leitung brauchen wir aber. Hier ist auch Wasserstoff, ne? Keine Ahnung, wo das alle herkommt. Rein theoretisch müsste man hier eine Pumpe haben, ne? Die uns den Wasserstoff irgendwo hinleitet, wo wir ihn brauchen. Nämlich hier. Wie sieht's denn aus? Gibt's denn hier irgendwo was in der Nähe? Naja, da ist der Erdgasgeysir. Ah, da ist der Kaltdampfschlot. Den kennen wir ja auch schon, ne? Da müssten wir nur hier mal was aufmachen, ne? Ah, 44 Grad ist schon warm, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier ist bestimmt auch Schleim kontaminiert, ne? Nee, noch nicht mal. Man könnte jetzt also hier so ein Teil weggraben. Dann können wir das Wasser da rausholen. Und dann da mal was machen. Aber das geht erstmal nicht. Gut, hier mal schon passend. Nahrungsmangel ist da. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir mehr Essen ordentlich produzieren, ne? Wie sieht es nochmal mit der Temperatur aus? Gibt es einen Bereich? Dieser Bereich wäre noch sehr gut. Das Wasser ist ja auch schon fast weg, ne? Ziegel. 4. Und dann aufwischen. Da. Ist das denn von dem Dingens her so passend? 3, 4, 5, 6. Warte mal. 3, 6, 7. 2 Felder frei. Okay, ne, das müsste noch weiter nach da. Kann es noch weiter nach da? 3. Warte, das können wir ja. 2, 4. Das heißt, hier muss ja. Wir haben immer einen frei. Dann sind es 3. 6, 7 beleuchtete, 2 fürs Dingens, fürs, sag schon, 3, 6, 7 und einer. Und hier kommt die Mauer hoch.
glaube, so ist eine Standardplantage, die ich immer baue. Das heißt, dieses hier war verkehrt. Aber wischen können wir da noch machen, ne? Na, geht ja nicht wischen. Ja, müsste man mal gucken, ne, wie das da wird. Das haben wir auf jeden Fall auch schon in Auftrag gegeben wieder. Wir sind schon wieder viel zu viel am Bauen. Hier tut sich einer massieren. Das ist gut. Wie sieht der Stress denn aus? Oh, 81. Harold hat hohen Stress. Aber Harold liegt auch gerade schon auf der Bank. Das ist doch schon mal gut. Wie ist der nächste? Nein. Also nur Harold hat Stress und der wird gerade abgebaut. Blöd ist nur, dass er auf der Bank liegt, aber der Strom nicht besser fließt. Der abrockt, ne? Jetzt geht er wieder hin. Und jetzt ist er wieder weg. Das ist Stress für ihn, da hin und her zu hüpfen wahrscheinlich. Wie machen wir das mit dem? Das funktioniert ja richtig doof, oder? Warte mal, wir müssen was ändern. Wie ist denn das Stromnetz hier? Ich glaube, wir müssen mal die Bank hier oben mit anschließen. Und dann da unten trennen. Das war der Kühlschrank, das war falsch. Zerlegen, abbrechen. Kabel zerlegen. Kommt der denn runter? Ich will's hoffen. Und das priorisieren wir jetzt von oben erstmal hier. Wieso hat er die denn jetzt mitgenommen? Die sollten nicht priorisiert werden. Das bleibt 5. Das ist vielleicht 6, das ist ein bisschen wichtiger. Und die Tür, die kann dann eigentlich 1 bleiben, nur 5. Er holt 80%. Okay, da oben läuft einer. Das ist ja auch gut so. Der Webstuhl muss dann irgendwann gemacht werden. Und die Leiter. Ja. Essen 4157 geht gerade so. Können wir gerade hier noch die Grabungsgeschichte machen. Wie ist denn das mit den Kontaminierten knapp daneben? Sollte eigentlich nichts passieren. So, das wird hier sehr schön genommen. Der erste ist leider nicht mit CO2, nee, CO2 sowieso nicht, mit Sauerstoff befüllt hier. Aber der Rest geht. So. Wie ist denn die Prior 1 hier alles? Ja, alles 1, okay. Aber er hat hier 1 und wird immer benutzt da, ne? Hier wird Sauerstoff gemacht, ne? Eigentlich sollten wir diese Sauerstoffproduktion jetzt hier unten einstellen, ne? Weil eigentlich brauchen wir die ja jetzt hier nicht mehr. Also hier, das kann man dann hochpumpen. Und das hier. Der filtert Wasserstoff. Ich glaube, dieses hier zerlegen wir jetzt. Weil das müssen wir ja gar nicht mehr machen. Oder Gebäude deaktivieren, zerlegen, abbrechen. Gebäude deaktivieren machen wir. Für die Not kann man es ja behalten. Er macht ja Kohlenstoffdioxid daraus. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, ne?
Aber ich denke, wir machen jetzt erst hier wieder einen Cut. Wir sind auf jeden Fall hier schon mal weiter. Ah, der kam gerade wohl ein bisschen Sauerstoff an, aber das reicht nicht, um den Anzug zu befüllen. Naja, aber wir haben auf jeden Fall drei Leute, die da runter können. Die Tür ist immer noch nicht zugemacht, weil wahrscheinlich eine 1 dran liegt. Aber sie nehmen auch den Dingens, den Anzug. Sind natürlich damit sehr langsam unterwegs, ne? Aber auf der anderen Seite relativ egal, weil funktioniert, ne? Gut. Soweit sieht's doch ganz gut aus, oder? Harold läuft hin und her. Wie viel hat er? Auch schon 74%, das ist doch schon mal was. Ja, hier ist schon ein bisschen was von der Leitung auch gebaut. Sehr gut. Prio. Ist auch 9. Essen wird auch gemacht. Können wir denn hier was machen? Knorpelbeeren fehlen. Okay, aber wir hatten ja schon abgekündigt, ne? Alles klar, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Mordrak, danke für die vielen Infos, die du mir gerade schreibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.